Was ist das für ein Tag hier? Hier diese... Kommen wir zur Frage Nummer 9. Ich hab keine Ahnung. Hey Leute, Lisha und Lu sind wieder am Start. Wir sind wieder am Start und ihr habt euch so heftig ein Q&A gewünscht. Ich denke mal, es heißt Questions and Answers. Genau. Ne, wir machen ja alle hier immer auf Englisch, kann ja nicht Fragen und Antworten heißen, einfach F&A, nein, Q&A. Auf jeden Fall habt ihr uns wieder jede Menge Fragen gestellt. Oh Gott, wir mussten wirklich aus fast 700 Fragen ein paar Fragen raussuchen. Wir werden zwei Teile machen, weil wir wollen ein paar mehr Fragen beantworten und wir haben auch nur Fragen genommen, die wir bis heute noch nicht beantwortet haben. Zum Beispiel so wie... Habt ihr euch kennengelernt? Oder was wäre, wenn ich als Mutter Lu nicht wollte? Was wäre, wenn Lu nicht heiraten wollen würde? Diese Fragen haben wir natürlich nicht genommen, die sind schon so... Da waren natürlich Fragen, die wirklich tausendmal drinne waren. Die konnten wir ja einfach nicht. Ja, und auf jeden Fall, wir machen auf jeden Fall zwei Teile draus, weil wir haben coole Fragen gefunden, die auch lustig eigentlich sind. Und vor allem Fragen, die wir bis heute noch nicht beantwortet haben. Und deswegen fangen wir jetzt einfach an mit der allerersten Frage. Achso, die Fragen kommen natürlich von euch, ne? So viel ist klar. Von euch. Frage Nummer 1. Was wäre, wenn ein Alien euch Pisser entführen würde? Ja, was wäre dann? Leute, um ehrlich zu sein, ich würde mich übertrieben freuen, wenn es liebe Geschöpfe sind. Wenn es liebe Aliens sind, würde ich mich übertrieben freuen, weil dann wüsste ich endlich, was da draußen auch noch existiert. Weil ich stelle mir wirklich sehr oft die Frage, wer zum Teufel lebt da draußen noch außer uns? Nein, ich würde mich niemals freuen, wenn Aliens mich entführen würden. Ganz ehrlich, wir haben ja zwei Aliens zu Hause. Die Chihuahua sehen auch nicht sehr viel anders aus mit ihrem Riesenkopf. Aber nein, was soll ich machen, wenn Aliens mich entführen? Ganz ehrlich, die machen bestimmt voll die kranken Experimente mit Menschen. Die sind ja sowieso, glaube ich. Ich glaube, dass es die gibt, weil das Universum ist unendlich, Leute. Und denkt ihr wirklich, die Erde ist der einzige Planet, wo es Lebewesen gibt? Aber sie müssen ja nicht, die müssen ja nicht böse sein. Ich glaube, dass die nicht sehr lieb sind. Was soll die Scheiße immer, deren Messen? Die benutzen WhatsApp hier auf Kornfeldern. Schicken uns irgendwelche dummen Botschaften, die sowieso keiner von denen entschlüsseln kann. Und ich weiß nicht. Dann lassen sie mal einen fallen. Und dann wird er irgendwo in Amerika in der Wüste gefunden. Ich finde das alles sehr komisch. Die lassen einen fallen? Na, ist ja komisch, wie kommen die Leichen denn sonst hierher? Ein fallen! Ich glaube. Ja, auf jeden Fall, nee, ich wäre darüber nicht erfreut. Und ich glaube, ich würde mich umbringen. In dem Moment, wo ich realisiere, mich entführen Aliens, würde ich mich umbringen. Ich würde mit denen nichts zu tun haben wollen. Scheiße. Kommen wir zur Frage Nummer 2. Welcher Promi wäre euer bester Freund, hä? Okay, Leute, um ehrlich zu sein, wenn ich mit einem Promi befreundet sein dürfte. Drake. Dann würde ich wirklich mit Drake chillen. Ich wusste es. Oder Wizzy F. Ja, mit Lil Wayne würde ich auch chillen, aber ich glaube, ich wäre dann extrem drogenabhängig und Drogenexzesse würde ich mit ihm mitmachen. Deswegen lieber Drake. Leute, ganz ehrlich, mich muss man diese Frage eigentlich nicht fragen, oder? Ich weiß schon. Beyonce! Ihr würdet bestimmt die ganze Zeit nur Instagram-Fotos machen, Alter, und snappen. Ich würde ihr sagen, sie soll mir ihre Moves beibringen und so. Ja. Okay. Kommen wir zur Frage Nummer 3. Jemand taggt euren YouTube-Account und ihr findet raus, wer es war. Was macht ihr? Ich glaube, wenn wir die Person erwischen würden, würden wir es dem doppelt oder dreifach zurückzahlen. Aber wie willst du einem Menschen, der zum Beispiel nichts hat, etwas dreifach zurückzahlen? Weil willst du wissen, dass er nichts hat? Weil nur Hater sind immer die, die nichts haben. Buh, warte. Und das sind die, die jeden um jeden Scheiß beneiden. Jeder hat was. Wenn er nichts Materielles hat, dann nehme ich ihm seine Finger. Oder seinen Fuß zum Laufen, dann habe ich ihm auch was Wenn genommen. Es eine männliche Person wäre, würde ich ihm Säure über den Pimmel kippen. Und wenn es eine Frau wäre, würde ich ihr die Brüste abschneiden und sie zwingen, die zu essen. Oder die Eier packen. Doch, also nee, bei sowas verstehe ich keinen Spaß. Und wenn jemand unser YouTube löschen würde, ne. Das wäre brutal. Kommen wir zur Frage Nummer 4. Denkt ihr, Katja Krasewitz ist eh eine Ruhe? Oh. Leute, also ich sag jetzt erstmal was dazu von Frau zu Frau. Okay.
was Katja macht, ist komplett ihre Sache. Es ist ihr Leben, sie kann machen und tun, was sie will. Was ich nie verstehen werde, ist, dass sowas auf YouTube erlaubt ist. Ja, Mann. Weil wenn ich bedenke, ist jetzt nicht wahr mit dem Akku, ne? Weil wenn ich bedenke, was für Videos manchmal gesperrt werden, weil da ein Ausdruck gesagt wird, ja, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Oder wenn wir irgendwas posten und dann kommen Leute und sagen, Lisha Lu, wie könnt ihr das Wort Scheiße benutzen? Oder hier gucken Kinder eure Videos und ich mir denke, ja, hier gibt's einen Pornokanal auf YouTube, aber die 12-Jährigen wissen nicht, was das Wort Scheiße ist oder was. Sie soll tun und lassen, was sie will, es ist ihr Leben, ich würde niemals jemanden verurteilen, solange er mir gegenüber nicht scheiße ist. Ich find's aber nicht cool. Also ich würd's nicht machen und ich würde auch keine Freundin wollen, die sowas tut. Und ich als Mann kann jetzt auch mal für die Männerwelt reden. Okay, vielleicht finden manche kleinen Jungs das richtig cool, aber so als älterer Mann findet man das schon etwas krank. Das ist extrem. Das ist so, wenn man es sieht, man denkt sich, was geht in ihrem Kopf vor. Also ich verstehe es nicht, wirklich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, manchmal denke ich auch, sie spielt das so. Also es kommt ein bisschen gespielt rüber, aber vielleicht ist ja so, ich will nichts Falsches sagen, aber es ist extrem hart, also sowas zu sehen oder zu hören. Auf Instagram gibt es schon sehr heftige Bilder und ich glaube, das hat nichts mit gespielt zu tun. Ich glaube, sowas kann man nicht spielen. Also ich finde, es ist auch ein scheiß Vorbild für Jüngere. Vielleicht gehen davon auch jüngere Mädchen in eine ganz andere falsche Richtung. Kann sowas sein? Naja, wenn man sieht, dass man mit pornografischem Inhalt fast Millionen Abonnenten bekommt, dann kann ich mir schon vorstellen, es gibt ja schon ein paar YouTuberinnen, die dann anfangen mit Videos, ich habe ein Sexspielzeug bekommen, was ich mir in die Muschi reinschiebe, ich zeige euch, wie ich dusche. Da denke ich mir auch, ey, du kleine Bia, denkst wirklich, dass du jetzt, nur weil Katja es geschafft hat, mit so möchtigern Sexvideos irgendwas erreichst. Aber da sieht man auch, ich finde, Katja ist eine coole, selbstbewusste Frau. So viel Hate erstmal einzustecken wie diese Frau, das muss man erstmal schaffen. Aber ich persönlich würde das nicht in meinem Leben haben wollen. Okay, weiter geht's mit Frage Nummer 5. Habt ihr Kranken schon mal was Teures geklaut? Da müsste ich jetzt echt mal überlegen, was Teures geklaut. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, jeder Mensch auf der Welt hatte in einem bestimmten Alter eine Klauphase. Wenn man das einmal gemacht hat und dieses coole Gefühl aus einem Laden zu gehen, ohne dass man für etwas bezahlt hat, das wird ein bisschen zur Sucht. Ich bin ehrlich, warum soll ich hier lügen und sagen, nee, sowas habe ich nie gemacht. Aber was richtig Teures, nee. Ich habe eigentlich immer so Kaugummis, Lippenstifte, so eine Sachen geklaut. Aber was richtig Teures habe ich noch nie geklaut. Bei mir fing das auch an mit Kaugummis und so ein Scheiß. Hast du was Teures geklaut? Oh, was Teures ist es jetzt nicht, aber das Teuerste war, glaube ich, Parfüm. Ich glaube, das Teuerste war bei mir Parfüm. Und Leute, ich rate euch allen davon ab, weil das letzte Mal, wo ich das gemacht habe, hat ein Security mich erwischt. Also er ist mir hinterhergerannt und das nicht wenig. Er ist mir wirklich fast einen Kilometer hinterhergerannt. Und dann habe ich es auch sein lassen und nie wieder gemacht. Ja, nee. Habt ihr schon mal was Teures geklaut? Antwortet ihr doch mal drauf. Auf jeden Fall gehen wir weiter zur Frage 6. Was wäre, wenn Lisha einen Tag ein Pimmel und Lu einen Tag eine Mulle hätte? Oh, scheiße. Also ich glaube, willst du anfangen? Ja, also ich würde gar nicht ein Mädchen sein wollen. Irgendwie. Ja, du musst aber jetzt, was tust du? Ich würde mich einsperren zu Hause, bis es vorbei ist. Ich du bist Mann so bescheuert. Ganz ehrlich, wenn ich einen Tag Mann wäre, ich würde so die Sau rauslassen. Ich als Frau weiß ja, was bei mir zieht, wenn jemand mich ansprechen würde. Und genau das würde ich nutzen. Ich würde der Frau genau das geben, was sie will. Und dann will ich auch mal wissen, wie das Gefühl ist, jemanden flach zu legen und einfach nicht mehr da zu sein, wenn er aufwacht. Du bist so behindert. Doch, also, ja. Doch, ich wäre wirklich einen Tag ein richtiger Playboy. Weiter geht's mit Frage Nummer 7. Wie geht ihr missgeburten mit Kritik um? Darf ich mit dem Thema anfangen? Leute, Kritik. Viele Menschen da draußen verstehen den Unterschied zwischen Kritik und Beleidigung bis heute noch nicht.
es gibt Kritik, die ist einfach nur, die würde ich am liebsten einknüllen und zurück in deren Persons Arsch schieben, wo sie rauskam. Und dann gibt es aber konstruktive Kritik, die ganz okay ist. Wenn mir zum Beispiel jemand schreibt, hey Lisha, das Licht war heute ein bisschen zu gelblich, wo ich mir auch denke, ganz ehrlich, das Video ist kostenlos, was juckt es dich, ob das Licht gelb oder grün ist? Aber das ist noch Kritik, okay, ja, auch wenn es mich okay. nicht interessiert, aber ist okay. Oder die Musik war heute im Video zu laut. Ja. Das ist konstruktive Kritik, diese Kritik, wo man dran arbeiten kann. Aber was hat das mit Kritik zu tun, wenn mir jemand sagt, Lisha, ganz ehrlich, du schminkst dich wie eine Trans, schmink dich mal weniger. Das, und wenn ich dann darauf antworte, du Haufen Scheiße, dann kommt, oh mein Gott, Lisha kann nicht mit Kritik umgehen. Leute, ich sag euch ganz ehrlich, Kritik interessiert mich nicht. Egal, ob mir jemand schreibt, eure Musik ist zu laut, euer Licht ist zu gelb, ich gebe ein drauf, weil wir das hier hobbymäßig machen. Ja, ihr seid nicht die Jury und wir sind nicht irgendwelche Affen, die von euch bewertet werden. Wir haben das alles hier nie gelernt. Wir machen das, um euch kostenlos zu bespaßen und ich scheiße auf Kritik. Keiner hat mir zu sagen, wie ich mich zu kleiden habe, wie ich mich zu schminken habe, wie ich zu reden habe. Kritik existiert für mich nicht. Ich gebe wirklich einen Scheiß auf Kritik. Außer es ist eine Person wie Lou, die mir sagt, Schatz, heute ist dein Make-up nicht schön oder der rote Lippenstift steht dir nicht. Mich interessiert Kritik nur von Menschen, die in meinem Leben wirklich eine Rolle spielen. So viel dazu. Ja, aber ansonsten nehmen wir Kritik natürlich immer an. Nee, ich nicht. Doch, nee. Wir nehmen Kritik wirklich immer an, ich solange nicht. Es auch wirklich Kritik ist. Punkt. Ich nicht. Kommen wir zur Frage Nummer 8. Seid ihr beide mit eurem Leben zufrieden? Leute, wir sind krass zufrieden mit unserem Leben und wir danken Gott jeden Tag. Ich schwöre, nicht einen Tag haben wir ausgelassen und bedanken uns jeden Tag bei Gott, dass er überhaupt dran gedacht hat, uns in die Welt rauszuschießen. Ja, ich muss auch sagen, es gab eine Zeit, da war ich überhaupt nicht zufrieden mit meinem Leben. Das war so die Zeit, bevor ich Lou kennengelernt habe, wo ich noch jeden Tag um 6 Uhr aufstehen musste und Arbeiten gemacht habe, wo ich wirklich keinen Bock drauf hatte, wo man Geld verdient hat, aber es trotzdem nie gereicht hat, wo man immer zählen musste, kann ich mir die Schuhe kaufen, auf was muss ich dann verzichten? Und ich bin so stolz und Gott so dankbar dafür, was Lou und ich in der Zeit, wo wir zusammen sind, zusammen erreicht haben. Das hätten wir alleine gar nicht geschafft. Niemals. Und ich bin einfach so stolz darauf. Und da geht mir auch jeder Hate am Arsch vorbei. Und auch diese dummen Sprüche, wenn man mal was postet und dann steht drunter YouTube Money. Ja, natürlich YouTube Money. Dafür reißen wir uns aber auch für jedes Video den Arsch auf und kaufen alles, was wir hier haben, aus unserer eigenen Tasche. Stimmt. Es ist ja nicht so, dass wir von YouTube, Leute, wenn ihr wüsstet, was wir an YouTube verdienen, das ist eigentlich lächerlich. Das Wort YouTube Money dürfte es eigentlich gar nicht geben. Nicht mehr. Woran YouTuber verdienen, sind eigentlich nur die Produktplatzierungen dazwischen. Und ich finde es richtig cool, dass es sowas gibt. Und mir sind auch die Leute sowas von scheißegal, die das kritisieren, wenn man einem Menschen etwas zeigt, wo er dann noch Geld spart, um es sich zu kaufen. Deswegen, diese Kritik geht mir auch komplett am Arsch vorbei. Ich bin so stolz auf jeden Euro, den ich ehrlich verdiene. Und das kann mir keiner mit seinem Hate nehmen, wirklich. Keiner. Ehrliches Geld ist wirklich richtig cool zu verdienen. Ohne Scheiß. Kommen wir zur Frage Nummer 9. Welche Tier ordnet ihr besser dem anderen zu? Ich würde sagen, Lisha wäre entweder ein Leopard oder so ein Puma. Weil die sind ja auch immer so richtig hübsch, aber wenn die essen wollen, dann zerreißen die ihre Beute. Und wenn sie Hunger hat, ist sie genauso. Ich glaube, Lou wäre ein Tapir. Was ist das? Keine Ahnung. Was? Was ist das, Mann? Nein, Lou wäre ein Faultier. Wirklich, ich sag euch auch warum. Der Junge ist so intelligent, Leute. Glaubt mir, der kommt manchmal ein bisschen zurückgeblieben und klatscht rüber, weil er halt so eine verpeilte Art hat. Der ist so schlau. Wenn du ihm sagst, mach das, der kann das. Aber er tut so, als wenn er es nicht könnte, weil er einfach denkt, die Arbeit kann ein anderer für mich machen. Du bist so bescheuert. Der ist so schlau und so faul. Leute, wie oft habe ich schon gesehen, boh, nicht mit der Cappy runter. Wie oft habe ich schon gesehen, dass
Faultiere, keine Ahnung, sich einfach auf die Straße legen. Davon gibt es so viele Videos und dann kommen die Menschen und schleppen die rüber über die Autobahn. Der hat einfach keinen Bock selber zu laufen. Und genau so ist Lou, Leute. Der kann sowas wie Gardinen anbauen. Er hat aber einfach keinen Bock drauf. Er tut so, als wenn er es nicht kann, damit es jemand anders für ihn macht. Und Faultiere sind, obwohl man so eine Wut auf die hat manchmal, trotzdem so süß, weil sie ja nichts dafür können. So. Das sind einfach so kleine Arschlöcher. Und ja, Lou ist ein Faultier. Der ist richtig gechillt, er regt sich nie auf. Er lässt wirklich sehr viel von mir durchgehen. Er ist einfach ein gechillter Typ. Und gleichzeitig so bescheuert, dass er schon wieder richtig süß ist. Ich bin ein Faultier. Ja. Ein intelligentes Faultier. Was ist denn ein Tapir? Hier diese... Kommen wir zur Frage Nummer 9. Ich hab keine Ahnung. Du Opfer. Ich dachte, diese Teile, die diese lange Zunge haben, die Ameisen essen. Nein, sind Tapir nicht diese Teile, wo man sagt, dass sie eigentlich vom Pferd kommen? Ich hab keine Ahnung. Was egal, wir gucken gleich. Kommen wir zur Frage Nummer 10. Wurdet ihr mächtigeren Stars schon mal von euren Fans belästigt? Ja, Leute, belästigt ist immer ein böses Wort. Aber es gibt natürlich, wie ihr sagt, Fans, wir sagen Zuschauer, es gibt natürlich Zuschauer, die schon sehr penetrant aufdringlich sind. Ja. Wir lieben das, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Lisha, kann ich ein Bild mit dir haben oder mit euch? Jeder, der uns bis jetzt getroffen hat, weiß, wir sind sehr freundlich, wir knuddeln die zu Tode, ich knutsch die sogar manchmal ab, weil ich es einfach so süß finde, dass sie zu uns kommen und nach einem Foto fragen. Es gibt dann aber auch diese Leute, wie wir schon in einem anderen Video gesagt haben, die klingeln sonntags an eurer Tür Sturm, obwohl wir schon in 1000 Videos darum gebeten haben, dass zu Hause bitte zu Hause bleibt, dass das nichts mit der YouTube-Welt zu tun hat. Oder wenn wir irgendwo essen gehen und die Leute setzen sich wirklich an unseren Tisch und gehen nicht mehr. Oder steigen einfach in das Auto und setzen sich zu uns. Oh ja, reißen die Tür auf und setzen sich ins Auto rein. Also ich finde, es sollte Grenzen geben und ein normaler Mensch macht sowas nicht. Finde ich. Ich fand's auch schon ein bisschen heftig. Ja, das geht zu weit. So sehr man sich auch freut, jemanden zu sehen, aber so in deren Privatsphäre einzudringen, das finde ich schon heftig. Kommen wir zu Frage Nummer 11. Habt ihr schon mal die Schuld von einem anderen auf euch genommen? Ich hab's sehr oft gemacht bei meiner kleinen Schwester. Wenn sie Scheiße gebaut hat, habe ich sehr oft die Schuld auf mich genommen, damit sie keinen Ärger bekommt. Ja, sowas habe ich auch sehr oft gemacht mit meiner Schwester. Ich war immer die Kleine, die weniger Ärger bekommen hat und ich wusste, wenn ich sage, ich war das, dann wird das nicht so ausfallen wie bei den Großen. Die Kleinen sind immer die Süßen, die kriegen nie Ärger. Und ich habe sogar schon mal meine Schwester davor bewahrt. Also ich musste in eine Zelle, ich habe 5 Stunden in einer Zelle gesessen, bis mein Vater mich endlich abgeholt hat, weil meine Schwester bei Karstadt geklaut hat und ich gesagt habe, das war ich. Weil damals hatte sie neu ihren Profivertrag vom Boxen und da durfte man gar nichts machen. Ihr durftet nicht vorbestraft sein, ihr durftet sowas wie klauen gar nicht machen, sonst habt ihr eure Boxlizenz sofort verloren. Und ja, ich habe das auf mich genommen, damit sie weiter boxen darf. Kommen wir zur Frage Nummer 13. Nie wieder Mucke oder nie wieder Glotze? Also ich würde eher auf Musik verzichten, du nicht? Doch. Ich liebe Musik zwar, aber ich könnte niemals aufs Fernsehen verzichten. Ja, bei uns läuft der Fernseher fast 24 Stunden am Tag. Man muss es nicht mal gucken, aber es ist immer was im Hintergrund, was an ist. Und ich mag das, immer was zu hören. Ich schlafe auch gerne mit Fernseher ein. Ihr wisst ja, paranormale Sachen, ja, hören wir also, sowas. Nee, niemals könnte ich auf mein Fernsehen verzichten. Never, ever, ever, ever. Ja, Leute, wir sind mit unseren Fragen durch. Wir haben ja gesagt, es wird ein paar Two geben und beantwortet ihr doch mal ein paar von den Fragen. Es würde uns auch interessieren, ob ihr mal was Teures geklaut habt. Was war euer gestörtester Traum, den ihr nie vergessen habt? Und wir freuen uns, das zu hören. Bei Teil 2 nehmen wir aber krassere Fragen. Ja. Yeah. Wir versuchen die krassesten rauszupicken von den Fragen. Ich hoffe, es kommen da ein paar coole zusammen. Wenn ihr ein paar Fragen habt, könnt ihr sie ja auch nochmal reinballern. Ja. Yeah. Und ganz, ganz wichtig, Leute, auch hier wollen wir euch nochmal darauf hinweisen, auf unser Profil auf Updress. In der Infobox findet ihr jetzt immer, immer, immer unsere Lieblingsklamotten, Lishas Make-up. Wir werden jede Woche einen Parfüm-Tipp für euch reinmachen, was wir gerade sagen. Lou sagt euch, das Männerparfüm ist cool, Lisha sagt euch, das Frauenparfüm ist cool.
Ich werde euch meine Lockenstäbe verlinken, ich werde euch meine Glätteisen verlinken, meine Körperpflege, meine Lippenstifte. In der Infobox findet ihr so all die Sachen, nach denen immer viel gefragt wird. Nicht vergessen. Und jetzt haben wir euch genug voll gequatscht. Wir haben euch mega, mega doll lieb. Fühlt euch ganz doll gedrückt und bis zum nächsten Mal. Bye, bye, beautiful.